aufgepasst, es kann so viel geschehen. Achtung Kinder, aufgepasst, Gefahr gibt's hier und dort. Achtung Kinder, aufgepasst, ihr müsst nur gut hinsehen. Achtung Kinder, aufgepasst, schau hin an jedem Ort. Beim Spielen, Toben auf dem Rad, da gibt es auch Gefahren. Im Wasser und beim Sonnenbad und auch im Kindergarten. Achtung Kinder, aufgepasst, es kann so viel geschehen. Bleib ganz ruhig und bleib ganz still. Ist doch klar, dass die Wespe dir nicht wehtun will. Geh einfach nur ein Stückchen fort und suche einen anderen Ort. Alles, was zum Putzen ist, ist für uns Kinder großer Mist. Drum lassen wir die Finger weg und stellen sie ins höchste Eck. Alles, was zum Putzen ist, ist für uns Kinder großer Mist. Drum lassen wir die Finger weg und stellen sie ins höchste Eck. Ich bin der Felix Feuerbert, Feuerbert, Feuerbert. Genau, ich bin ein Küchenherd, ein Küchenherd. Sind meine Platten richtig heiß? Fass mich nicht an, wie du ja weißt. Feuer kann gefährlich sein, drum pass gut auf und fass nicht rein. Defekt. Fass nicht dran, das wär nicht nett. Rufe Mats, den schlauen Mann, der das... In vier Schritten wird's gemacht. Wir machen nun den ersten Schritt. Kommt schnell her, macht alle mit. Setz deinen Helm gerade auf. Schief passt er nicht so gut darauf. Sind Stirn und Schläfen gut bedeckt, so sitzt dein Helm fest und korrekt. Dein Hinterkopf ist gut geschützt, so dass der Helm auch hier fragen, das ist schlau. Dann weiß ich es auch ganz genau. Erstmal fragen, das ist schlau.
hatte einen großen Hund, der hat einen riesengroßen Mund, ja. Einmal gefährlich ist, was mache ich, wen rufe ich? 110 ist meine Nummer. Ruf mich an, hast du mal Kummer. Bist du einmal in Gefahr? Sag mir schnell, was da geschah. Und der ist rot. Wenn man ihn isst, ist man in Not. Mit seinen weißen Punkten drauf fällt er auch jedem sofort auf. Darf ich den denn wirklich essen? Nein, die dürfen nur die Tiere fressen. Ich esse nichts, was ich nicht kenn, und frage ihn. Mit nem richtig vollen Magen gehst du besser niemals baden. Leg erst eine Pause ein, danach darfst du ins Wasser rein. Fliegt der kleine Wasserfloh, sieht der Wasser, ist er froh. Munter schwimmt er hin und her, Baderegeln sind nicht schwer. Dreht der kleine Wasserfloh, sieht der Wasser, ist der Floh. Munter schwimmt er hin und her, Baderegeln sind nicht schwer. Sonnenbrand, den kriegt man schnell im heißen Sand. Doch gibt es einen guten Schutz, den Sonnenstich. Mein Sonnenhut, mein Sonnenhut, der steht mir ja so super gut.